Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte mit Gebet starten. Halleluja, Vater, wir preisen dich, wir danken dir für das Privileg, Vater, dass du ja in uns wohnst, in uns atmest durch deinen Heiligen Geist. Wir lieben dich, Vater, danke, dass du gute Pläne und eine gute Zukunft hast, Vater. Danke, dass du, ja, dass du vertrauenswürdig bist, Vater, dass wir unseren Glauben auf dich setzen können, Vater. Du bist wunderbar. Wir lieben dich. Wir danken dir für das Privileg, in deinem Haus zu sein. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Liebe Geschwister, Gott ist so wunderbar. Seht, wie groß die Liebe des Vaters ist. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. Wir sind Kinder des allmächtigen Gottes. Halleluja. Liebe Geschwister, ja, wir haben jetzt Herbst. Im Herbst kommen die Herbststürme. Sie wehen die Blätter von den Bäumen. Es wird ein bisschen ungemütlich und ein bisschen kalt. Nach dem schönen warmen Sommer muss man sich auch ein bisschen mal umstellen. Genau. Aber Gott ist unsere Zuflucht. Er ist unsere Wärme, unsere Geborgenheit. Er ist unser Zufluchtsort. Wie der Psalm sagt, Gott ist unser Zufluchtsort. In Sprüche 18, Vers 10 steht auch, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Die Gerechten laufen in ihm. Sie sind fest, sicher und stark. Gott, er ist wie ein sicherer Hafen für uns, ja, in dem ein Schiff sicher überwintern kann. Ja, ja, die Stürme, sie erinnern mich auch ein bisschen jetzt an das Weltgeschehen. Ich denke, es sind sogenannte Geburtskontraktionen, die dazu dienen, dass Jesus wiederkommen kann. Lasst uns mal einfach Matthäus 24 lesen, ab Vers 3. Matthäus 24, ab Vers 3. Es steht hier, die Jünger waren privat mit Jesus am Ölberg. Ihr könnt es mit aufschlagen, Matthäus 24, ganz bekannt. Ich lese jetzt heute mal von Vers 3 bis Vers 8. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es werden Nation gegen Nation wird sich erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist der Anfang der Wehen, sagt die Elberfelder. Ja, ihr Lieben, wir sind in einer sehr kinderreichen Gemeinde. Unsere Gemeinde ist sehr geburtserfahren. Ja, gefühlt jede Woche, wenn man am Sonntag in die Gemeinde kommt, werden zwei weitere Schwangerschaften angesagt. Es ist sehr schön. Ja, ihr Lieben, eine Geburt ist etwas sehr Intensives. Vielleicht ist es eigentlich das Intensivste, was man hier... Es ist intensiv und gleichzeitig das positivste Erlebnis hier auf der Erde. Bei einer Geburt kommt neues Leben mit einzigartigen Eigenschaften und Begabungen ans Licht. Ja, bei einer Geburt hat die Gebärende Muskelkontraktionen, die dazu dienen, dass sich der Gebärmutterhals öffnet, sodass das Baby letztendlich rausgepresst werden kann. Ihr Lieben, als Mann ist es ziemlich seltsam, über Geburtskontraktionen zu sprechen. Aber die Bibel, sie vergleicht die letzten Jahre vor der Wiederkunft Christi auf der Erde an mehreren Stellen, ja, mit Geburtskontraktionen. Ja, eine Stelle davon haben wir gerade im Matthäus-Evangelium gelesen. Ja, jeder weiß, dass diese Geburtskontraktionen immer mehr an Frequenz und Intensität zunehmen, bis zu einem Höhepunkt der sogenannten Austreibungsphase der eigentlichen Geburt. Lasst uns also nicht verwundert sein,
wenn Erschütterungen und im Weltgeschehen an Frequenz und Intensität zunehmen, wie die Kontraktionen vor einer Geburt zunehmen. Jesus sagt aber, euer Herz erschrecket nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Lasst uns darauf fokussiert sein, dass die Kontraktionen letztendlich etwas Gutem, nämlich der Wiederkunft Christi auf die Erde dienen. Er wird sein Königreich in Fülle auf dieser Erde aufrichten. Jesus sagt, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr das alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Ihr Lieben, lasst uns die Zeichen der Zeit erkennen und geistlich beurteilen. Wir wollen nicht wie die Pharisäer oder die ganze Stadt Jerusalem sein, die die Stunde ihrer Heimsuchung verpasst haben. Sie haben es nicht erkannt, dass Jesus, der Allmächtige, ihnen begegnet ist. Lasst uns nicht so sein. Jesus hat geweint über Jerusalem. Ja, weil sie die Stunde ihrer Heimsuchung nicht erkannt haben. Jesus rügt auch die Pharisäer, weil sie das Aussehen des Himmels beurteilen konnten, aber die Zeichen der Zeit nicht erkannten. Lasst uns nicht so sein. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Wir schauen auf den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Er hat einen guten Plan. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Wahrhaftige und der Treue. Selbst in dieser Drangsal haben wir einen sicheren Zufluchtsort. Er wird jede Träne abwischen. Lasst uns mal schauen, was der Prophet Habakuk sagt. Es war eine Zeit, die war nicht so gut. Die Chaldäer haben Jerusalem, Israel, ziemlich zerstört. Lasst uns mal aufschlagen, Habakuk, kleiner Prophet im Alten Testament, das viertletzte Buch so ungefähr im Alten Testament, Habakuk Kapitel 3, Abvers 17. Also die Zeiten waren eigentlich nicht so gut. Lasst uns mal schauen, zu welchen Schlussfolgerungen er kommt. Habakuk 3, Abvers 17. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Weben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, ich will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Der Prophet Habakuk, er ist fokussiert auf Gott. Und wenn die Zeit in dem Bereich zur Zeit Habakuks nicht so gut war. Lasst uns auf die Dinge des Königreichs fokussiert sein. Lasst uns nicht betrinken, sondern lasst uns voll des Heiligen Geistes sein. Lasst uns wie die klugen Jungfrauen sein. Sie hatten genug Öl. Das Gleichnis von den Jungfrauen ist eines von drei Endzeitgleichnissen, die Jesus direkt nach Matthäus 24 bringt. Jedes Gleichnis ist ein Hinweis, wie wir in dieser Endzeit klug leben können. In 2. Petrus 3, Vers 12 steht sogar, dass wir den Tag der Wiederkunft Christi beschleunigen können. Ich lese mal 2. Petrus 3, Vers 12a. 2. Petrus 3, Vers 12a. Ich lese nur den ersten Teil des Verses wieder aus der Elberfelder. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Gott sagt, wir können ihn beschleunigen. Es gibt auch bestimmte Dinge, die geschehen müssen. Zum Beispiel das Evangelium muss der ganzen Erde gepredigt werden. Also wenn wir das Evangelium predigen, können wir auch dazu beitragen, dass die Bedingungen erfüllt sind. Meine Interpretation ist, dass wir den Geburtsvorgang sozusagen selbst, also die Wiederkunft Christi, beschleunigen können. Während der Geburt unseres zweiten Sohnes haben meine Frau und ich zum Gebärmutterhals gesprochen. Wir haben die zweite Geburt sehr im Gebet eingebettet. Die erste war sehr, die erste Geburt war sehr normal. Ich würde mal sagen, ein bisschen schwierig auch.
Aber in der zweiten Geburt, wir hatten so ein Buch, das heißt Die übernatürliche Geburt. Ich wollte es eigentlich nicht darauf eingehen. Und das, wir haben es im Gebet, das Ganze, die Geburt behandelt sozusagen. Und meine Frau und ich haben zum Gebärmutterhals gesprochen, dass er sich bei jeder Kontraktion weiter öffnet. Wir haben eine übernatürlich schnelle und sanfte Geburt erlebt. Ich glaube, wir dürfen bei diesen Kontraktionen, in denen die Welt sich befindet, unsere Häupter erheben. Ich zitiere noch Psalm 24, Vers 9 bis 10. Wir können sprechen, wir können positiv sein in dem Ganzen. Ich lese Psalm 24, Vers 9 bis 10. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Ja, somit können wir beten, die Dinge des Königreichs suchen und somit auch die Wiederkunft, also den Geburtsvorgang für das zweite Kommen Jesu, beschleunigen. Ihr Lieben, ich schließe mit Gebet. Vater, wir danken dir für die Zeit, in der wir leben. Danke, dass du uns auserwählt hast, in dieser Zeit zu leben. Vater, wir danken dir für all die Glaubenshelden, für die Bibel, Vater. Wir danken dir für die Königin Esther, Vater, die den Preis bezahlt hat, Vater. Die gesagt hat, wenn ich sterbe, dann sterbe ich, Vater. Wie sie hat alles für dein Volk, für dein Königreich gegeben, Vater. Lass uns auch so gesinnt sein, Vater, in der Zeit, in der wir leben, Vater. Wir haben den festen Anker, wir haben die feste Zuversicht. Unser Anker ist hinter dem Vorhang, Vater. Wir preisen dich, Vater, dass wir fest auf dich gewurzelt sein können, dass wir nicht erschüttert werden. Wir danken dir für den Tag, wir danken dir für all die Gottesdienste, wir danken dir für dein Wort, das ausgeht und nicht leer zurückkommt. Im Namen von Jesus. Amen.